Meine Freunde und herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Projekt Ravenport. So, ich habe jetzt tatsächlich den Tag nochmal ein bisschen durchlaufen lassen. Fang früh morgens um kurz vor 6 fangen wir an zu arbeiten. Wir haben auch ja 500 € schon abgezogen bekommen, Betriebskosten Gebäude. Heißt, wir sollten also nicht zu viel Zeit vergehen lassen, denn sonst sind wir eher schnell ärmer, als wir gucken können. Da habe ich natürlich gar nicht drüber nachgedacht, als ich die Gebäude aufgeschrieben habe, dass wir da Betriebskosten für bezahlen müssen. Gut, ist so. Ich denke, diese 500 pro Tag sollten wir aber locker eigentlich reinkriegen. Und dann schnacken wir auch nicht lange. Ich weiß, eigentlich müssten wir auch. Mir sind noch Sachen eingefallen, die wir hätten kaufen können sollen. Sprich, eine Palettengabel, einen Ballenanhänger, damit wir weitere Paletten mit Saatgut, Dünger und so weiter hierher schaffen können. Das müssen wir jetzt aber einfach dann im Laufe des Projektes machen. Ich würde jetzt tatsächlich anfangen. Ich habe gesehen, das hier auf Feld 1 sind gar keine Kartoffeln, da ist Wiese drauf. Sprich, die werden wir wohl mal umpflügen müssen. Ich würde jetzt einfach halber mal mit Feld 3 anfangen. Da haben wir Hafer drauf. Das Feld muss dann anschließend auch gepflügt werden. Das braucht Kalk und all so ein Kram. Da will ich jetzt tatsächlich erstmal mit dem Unkrautvernichter drauf, da wir versuchen wollen, den Ertrag zu steigern. So, ja, wundert euch nicht, wenn ich habe ein paar Probleme mit meinem Pedalen und Lenkrad. Es liegt aber meiner Meinung nach, ich habe nämlich jetzt mal mehrere Sachen ausprobiert, nicht an den Gerätschaften selbst, sondern irgendwie an irgendeinem Patch. Jedenfalls, wenn ich nichts mache, ihr seht, das Bremslicht ist an. Und wenn ich jetzt anhalte, rollt er auch automatisch mal rückwärts. Weiß nicht, wieso einige Fahrzeuge keine Rückfahrlichter haben. Dann würde man das nämlich auch daran sehen, dass das Rückfahrlicht permanent angeht. So, den Frontlader werden wir erstmal eine ganze Weile nicht brauchen. Deswegen stellen wir den mal hier ab, wo es relativ gerade ist. Den können wir, glaube ich, ganz gut hier platzieren. Natürlich äußerst nervig. So, dass man halt nicht mehr vernünftig stehen kann. Ich kann auch nicht Stop and Go ausmachen, weil dadurch, dass ein permanentes Signal da halt ankommt, ich brauche erstmal das vordere Teil, kann ich dann nur in eine Richtung fahren. Also nicht wundern, werde ich mich wahrscheinlich ein paar Mal drüber aufregen und ihr denkt euch wahrscheinlich, was macht der da? Wieso eiert der immer hin und her? Liegt nicht an mir. Muss irgendwas spieleigenes sein. Genauso ist es beim Lenkrad leider auch. Das zuppelt auch die ganze Zeit ein bisschen durch die Gegend. Ich hoffe, dass sich das schnell behoben lässt oder behoben wird. Schnell beheben lässt und schnell behoben wird. So wollte ich sagen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, dann fangen wir jetzt mal an. Versuchen mal eben das Feld. Ja, das Unkraut dazu entfernen. Jetzt haben wir schon das erste Problem, wir brauchen Pflegebereifung. So, die müssen wir jetzt mal eben kaufen, sonst bin ich alles kaputt. Nein, nicht einsteigen. Konfigurieren. Haben wir denn auch Michelin? Nein, wir haben nur Trelleborg. Pflegebereifung. Die brauchen wir dann jetzt wohl mal. Gut, immerhin kostet es kein Geld an unserer Werkstatt. Also von daher hat es sich insofern schon mal gelohnt, sich hier eine zu platzieren. So, Gerätschaften haben wir wieder alle. Können wir gleich mal unseren ersten, oder das erste Mal unseren schönen Feldweg austesten. Das Ding ist, ich weiß, ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht so krass in der Materie drin, weil ich noch überhaupt nicht so viel gespielt habe. Also ein paar Stunden habe ich zwar schon, weiß aber nicht, ob wir jetzt aus dem fertig gewachsenen Feld das Unkraut überhaupt noch rausbekommen. Ich glaube nämlich nicht, wa? Sieht nicht so aus auf jeden Fall. Nein. Gut, dann müssen wir quasi damit leben,
dass die ersten Ernten, also zumindest von dem Feld und von dem anderen Feld, ziemlich mau sind. Das wollte ich jetzt halt gerade nur nochmal ausprobieren. Wie gesagt, so genau weiß ich das nämlich alles noch nicht. Ja, dann schwingen wir uns in den Drescher und ruppen das Feld darunter. Ist natürlich schade, dass der Ertrag jetzt halt relativ gering ist. Und das ist echt ein bisschen störend. Vor allem, da ich mich sowieso schon schwer tue mit dem, ja, ohne Getriebemod fahren, also auf Bremse auch wieder rückwärts, dass man. Da tue ich mich immer noch schwer mit, auch nach einigen Spielstunden schon. Bin ich nämlich überhaupt nicht gewohnt. So. Ich will auch versuchen, hier immer permanente Ordnung zu halten. Dann parken wir den erstmal ganz dezent wieder ein. Auch wenn eine Folge halt nur, ja, 15 Minuten geht. Boah. Und ihr könnt ja gerne mal in die. Oh Gott, ja, ich. Es ist einfach so ungewohnt für mich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Warum geht das Licht jetzt nicht mehr aus? Verstehe ich nicht. Ob ich komplett alles zeigen soll oder soll ich in den Folgen einzelne Sachen immer nur zeigen? Wenn wir jetzt das Feld anfangen, das Feld 3. Das war's jetzt anfangen und wenn es nicht fertig wird, ihr den Rest davon auch nicht seht. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Kann ich jetzt wahrscheinlich die ersten ein, zwei Folgen nicht unbedingt berücksichtigen. Ich werde jetzt gleich noch so ein, zwei Folgen weiterhin aufnehmen. Und dann mal eure Kommentare abwarten, was ihr davon haltet, wie ihr es gerne lieber hättet. So, cool, das passt ja wenigstens von der Seite her hier. Auch total ungewohnt, dass wenn man irgendwas während der Fahrt abhängt. Das ist mir neu. Das ist mir komplett neu. Wieso rollt das weg? Ey, da ist doch ein Dings dran. Ein Keil. Gut. Auf ein neues. Ich fahre jetzt hier nochmal hoch. Was eigentlich nicht sein soll, aber es sollte auch eigentlich nicht sein, dass mir der Anhänger abhaut. Versuche ich jetzt mal wirklich stehen zu bleiben. Der haut mir wieder ab. Gut, dann wird das nichts, den hier abzustellen. Komisch. Macht der das hier auf gerader Fläche denn auch, wenn ich den jetzt mal hier parke? Okay, da ist er jetzt stehen geblieben. Oh nein, ich wollte da nicht gegenfahren. Also die sind anscheinend noch ziemlich buggy. Gut zu wissen. Was aber halt eigentlich schlecht fürs Spiel ist, weil man kann den jetzt ja wirklich kaum mit zu seinem Feld nehmen. Aber jetzt steht er anscheinend. Liegt wohl an dem Gewicht vom Schneidwerk. Ja. So, okay. Erst einmal Drescher aufklappen. Ich werde jetzt auch. Jetzt müssen wir mal eben reingucken.
Was jetzt eingeschaltet ist, ich glaube, ich werde das erstmal verteilen, denn was Stromablage ausschalten. Da, jetzt ist er aus. Okay. Dann fangen wir mal an. Ein bisschen holprig gerade am Anfang. So, die sollte aus, nicht an. So hätte ich das gerne, genau. Jetzt habe ich das blöde Stroh da nämlich liegen. Ich hoffe, dass sich das wegflügen lässt oder wie auch immer. Wahrscheinlich nicht, muss ich mit der Schaufel schon aufsammeln und erstmal bei uns ins Silo kippen. Was anscheinend ja wohl geht, habe ich gesehen. Ich habe in dem Video gesehen, dass einer mit dem Drescher über ein Silo oder beziehungsweise eine Verkaufsstelle abgekippt hat. Das ging im 17er, glaube ich, auch nicht. So, natürlich ziehen wir hier erstmal ein schönes Vorgewände. Und wollen versuchen, so wenig wie möglich vom Feld runterzufahren dabei. Da fährt der Zug. Hupe ist ja auch wieder mädchenhaft. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier in dem Projekt ein bisschen was gerissen kriegen. Weil gerade jetzt hier zum Anfang könnte ich eigentlich Helfer arbeiten lassen. Verzichte ich aber nochmal gerade drauf, da ich es noch nicht wirklich einschätzen kann, wie wir hier finanziell vorwärts kommen und kostentechnisch und so weiter. Machen wir es mal lieber in Ruhe. Wobei hier ist der Feldweg, hier kann ich ruhig drauf fahren. Ja, ertragstechnisch wird natürlich wegen dem super Unkraut nicht wirklich toll werden. Ich habe es mir aber schon fast gedacht, dass man das Unkraut aus dem fertig gewachsenen Feld nicht mehr rausbekommt. Und das habe ich tatsächlich auch auf der Felsbrunn jetzt schon mehrfach gehabt, dass das Unkraut immer genau dann gewachsen ist, wenn ich gerade am Ernten war. Und dann kriegt man das da einfach nicht mehr raus. Ist verdammt ärgerlich vom Rhythmus her. Ich weiß auch nicht, ob das genauso einen Wachstumsrhythmus hat wie die Pflanzen oder ob das unabhängig von irgendwas wächst. Weil sonst müsste man versuchen, diesen Rhythmus irgendwie zu durchbrechen. Aber das müssen wir mal gucken, finden wir raus. Wie gesagt, ich bin noch nicht der LS19-Profi. Ich habe noch nicht so viele Stunden. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, noch nicht alles gesehen. Aber es wird nach und nach. Ja, ich gehe mal von aus, oder ich denke mal, beste Alternative wird wahrscheinlich auch sein. Wo eigentlich können wir das, was wir jetzt ernten, erstmal einlagern. Und gucken, falls wir doch Geld dann brauchen für eine neuere Anschaffung oder also unser Geld zur Neige geht. Oder vielleicht in der Zwischenzeit sogar eine große Nachfrage kommt, dass wir das dann verkaufen. Mit 250.000 als Puffer, denke ich, kann man, glaube ich, doch erstmal ein bisschen leben. Ja, ich glaube, Drescher-technisch war das auch gar nicht so eine schlechte Wahl. Wenn ich jetzt auf 6 Meter gegangen wäre. Na gut, das sind nur 1 Meter. Ich glaube 7,90 Meter hat das hier oder 7,40 Meter irgendwie so in dem Dreh. Dann wäre das etwas über 1 Meter halt weniger, aber das macht sich halt schon bemerkbar.
Ja, und wenn natürlich irgendwann mal nach und nach Mods immer mehr rauskommen, werden wir natürlich auch mit in das Projekt einfließen lassen, was man hier gut gebrauchen kann, kommt mit rein. Und ich hoffe ja, dass wir dann auch vielleicht irgendwann nur noch wieder Mod-Fahrzeuge haben, dass man sich so nach und nach dann von den Standardgeräten ja, befreit. Aber dafür muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Das, was ich bis jetzt so gesehen habe an Mods, sind teilweise wirklich dann nur ja, Farbveränderungen oder dass man die Reifen verändern kann, wenn es halt nicht schon von vorne herein geht. Das finde ich jetzt noch nicht so ganz so interessant. Andererseits ist natürlich die Frage, was soll noch groß an Mods kommen? Es ist schon verdammt viel drin an Fahrzeugen. Also wir haben jetzt die Marke John Deere mit drin. Das muss jetzt nicht mehr groß gemoddet werden. Wir haben diese Raupen, Schlepper drin. Von eigentlich fast jeder Marke, Fendt, Challenger, ja, Klaas, also die Marke Klaas ist halt wieder nicht dabei. Die wird natürlich bestimmt, oder ich hoffe, dass die gut gemoddet wird. Dann kann man sein Repertoire darum noch erweitern. Aber wir gucken, was alles im Laufe der Zeit kommen wird. Ja, jetzt haben wir das Feld natürlich bei weitem nicht geschafft. Ich werde da jetzt gleich im Anschluss die nächste Folge aufnehmen. Dann haben wir das Feld wahrscheinlich auch fertig. Und ihr könnt ja mal weiter überhaupt in die Kommentare schreiben. Wollt ihr das komplett sehen, quasi uncut? Oder soll ich also so ein bisschen projektmäßig aufteilen die Videos, wenn wir mit dem Feld anfangen und Zeit nicht reicht, dass ich das offscreen fertig mache und in der nächsten Folge wieder neu starte. Wie gesagt, haut das mal gerne in die Kommentare, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende für diese Folge. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Projekt wird euch gefallen. Schaltet auch morgen wieder ein zu der neuen Folge, wo wir das Feld fertig machen werden. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen unter meinem Video und ein kostenloses Abo, falls ihr dieses noch nicht getan haben solltet. Und ich sage einfach mal, reingehauen, bis morgen.